Insofern ein herzliches Willkommen an Clara. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das Ganze ist Improvisation pur, weil Tobias krank ist. Und wie Boris schon gesagt hat, ich kann kein Design-Nerd-Zeugs erklären. Ich werde ein bisschen über die Republik erzählen und vor allem auch über den Produktentwicklungsprozess, den wir durchlaufen sind, bis jetzt eigentlich. Ah ja, und ich habe keinen Designer, also habe ich auch keine Slides. Ich werde ein paar Sachen live im Internet zeigen und sonst werde ich einfach sprechen. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin eine von 6 Gründerinnen der Republik. Ich bin in diesem Team die, die zuständig ist eigentlich für alles Technische. Ich komme auch aus der IT. Ich trage den Titel Head of IT bei der Republik, habe aber auch den ganzen Produktentwicklungsprozess gemanagt. Deshalb kann ich darüber relativ viel sagen. Die Republik ist ein digitales Magazin. Jetzt würde es mich extrem wundern nehmen, wer von euch kennt die Republik? Kann ich Hände sehen? Ganz wenige. Es geht so. Und ist jemand Abonnent der Republik? Ist jemand Verlegerin? Also wirklich kennt die Republik niemand. Gut. Nee, das ist noch wichtig zu wissen. Also, die Republik ist ein digitales Magazin. Unsere Redaktion ist in Zürich. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir keine News machen wollen. Wir machen latente Aktualität, wie es sich für ein Magazin gehört. Wir haben auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern unser Anspruch ist Hintergrund und Einordnung. Das aber nicht weit weg vom Tagesgeschehen, schon angehängt an das, was passiert. So. Wir bringen täglich etwa 3 Inhalte, die sind meistens eher lang und aufwendig produziert und recherchiert. Mittlerweile haben wir eine Redaktion mit vielleicht 15 festangestellten Journalistinnen und Journalisten. Wir sind 4 IT-Entwickler, wir haben Community-Manager und Marketing-Frauen. Und eigentlich das Einzige, was wir extern machen, ist das Design. Genau, jetzt erzähle ich so ein bisschen, wie wir dazu gekommen sind, das zu machen und wie wir dahin gekommen sind. Das Projekt ist Jahre alt, das war am Anfang sehr langsam, das waren ein paar profilierte Journalisten, das waren ein paar Business-Experten, das waren dann ich so von der technischen Seite, die sich ja wirklich über Jahre zusammengefunden haben und überlegt haben, hey, was können wir tun? Wir sind nicht zufrieden mit der Mediensituation in der Schweiz. Die Entwicklung ist nicht gut. Wir wollen eine Alternative machen. Wir wollen die Leute gut informieren. Wie können wir das machen? Als Firma gibt es uns seit jetzt mittlerweile gut einem Jahr. Wir haben zu 8 angefangen und sind mittlerweile etwa 40 Mitarbeiter und haben in diesem Jahr auch von 0 zahlendem Publikum zu 19.000, wir nennen das Verlegerinnen und Verleger, zu 19.000 Abonnentinnen und Abonnenten das hingekriegt. So. Ein Grundsatz, der schon sehr früh klar war für uns, war der Leser, die Leserin muss ins Zentrum. Und wenn die Leserin und der Leser das einzige Publikum ist und der einzige Stakeholder, der für uns wichtig ist, dann muss der Leser und die Leserin auch bezahlen. Wir können nicht ein Produkt machen für Leser, das über Werbung finanziert ist. Und wir können auch kein Produkt machen für Leser, das über Mäzene finanziert ist. Und schon gar nicht über Mäzene mit einem politisch motivierten Hintergrund, was in der Schweiz gar nicht so selten ist. Wir haben uns dann überlegt, wie können wir das finanzieren, wie können wir das auch Staat finanzieren, wie finden wir ein bisschen Geld, um das aufzubauen. Und wie können wir das langfristig finanzieren? Und das Erste war eigentlich erstaunlich einfach. Wir haben ziemlich schnell Investoren gefunden, die bereit waren, uns ein bisschen Geld zu geben, unter der Bedingung, dass wir beweisen, dass es ein Bedürfnis gibt nach unserem Produkt. Also haben wir beschlossen, das Erste, was wir tun,
ist ein Crowdfunding. Und zwar ein Crowdfunding ohne Produkt, sondern ein Crowdfunding mit einem Versprechen. Und um das zu zeigen, anstatt dass ich euch das erzähle, zeige ich euch jetzt einfach das Video. Das geht etwa 2,5 Minuten, wir gucken das Ganze. Dann versteht ihr so ein bisschen, mit welchem Versprechen und auf welcher Grundlage wir dieses Projekt gestartet haben. Ton. I alone can fix it. That's how dictators get started. In Ungarn und Russland ist die Medienlandschaft bereits seit Jahren gleichgeschaltet. A shock and awe series of reports. The NSA's collect it all agenda. This is the truth. This is what's happening. Warum macht ihn eigentlich Pressevielfalt so große Angst? We must stop banalizing the truth. Alternative facts. Wir wissen alle, es sind nur Spekulationen. Schnell, laut und leicht verdaulich. Ob eine Geschichte wahr ist oder nicht wahr, ist in der Logik der Aufmerksamkeit bedeutungslos. Fühlt sich an wie Journalismus, ist aber Werbung. The average human can no longer tell the difference between a news and an ad. Was sind jetzt die Eigentumsverhältnisse genau wie der Basler Zeitung? Ein Journalist, Herausgeber, Verleger und auch noch Politiker. Das heißt alles bis zur Unkenntlichkeit miteinander verschlungen. The newspaper industry today is in big trouble. Ist von Spardruck auf Kosten von Qualität. Die Schweizer Verlage verdienen das digitale Geld nicht mit Journalismus, sondern mit Plattformen. Das Ante ist ja, dass es uns wirklich gut geht. Sie. Und Sie. Genau. Das Crowdfunding haben wir letzten Frühjahr gemacht. Wir haben ursprünglich 3.000 Unterstützerinnen und Unterstützer gesucht und 750.000 Schweizer Franken. Entgegen allen Erwartungen haben wir dieses Ziel am ersten Tag nicht nur erreicht, sondern auch übertroffen. Keine Demokratie. Ohne Demokratie keine Freiheit. Weitere Videos aus dem Crowdfunding. Wir haben dann während diesem einen Monat, wo wir dieses Crowdfunding gemacht haben, knapp 14.000 zahlende Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden und knapp 3,5 Millionen Franken, das ist etwa 3,2 Millionen Euro. Das war ein Riesenschock für alle. Für uns, das war wahnsinnig toll, aber es war auch ein Schock. Und jetzt, worüber ich eigentlich erzählen will, ist, was danach passiert ist. Danach waren wir in dieser Situation, die eigentlich extrem komfortabel war, weil wir hatten ein unglaubliches Mandat. Wir wussten, die Leute wollen das. Wir haben irgendwie einen Nerv getroffen und jetzt müssen wir liefern. Wir hatten ein paar Monate Zeit, das war im Mai, wir haben immer gesagt, wir gehen Anfang 2018 an den Start, das haben wir jetzt auch gemacht. Aber wir hatten ja ganz viele Versprechen gemacht und kein Produkt bis zu diesem Zeitpunkt. Wir hatten gewisse Grundsätze, aber wir hatten keine konkreten, präzisen, noch keine konsolidierten Vorstellungen davon, was diese Antwort auf dieses Problem, das wir in diesem Video zeigen, eigentlich sein soll. Was wir hatten, war, wir hatten den Brand, wir hatten das Logo Republik, wir hatten den Namen, das war total etabliert, auf dem konnten wir bauen.
Wir wussten, wir wollen kein Print machen, wir sind nur digital. Wir wussten, keine Werbung, keine News. Wir wussten, wir machen nichts Halbes, wir setzen auf Qualität. Und wir wussten, wir wollen die Leser, wir brauchen die Leserinnen und Leser auf Augenhöhe. Wir wollten also das Vertrauen optimieren und nicht die Klicks. Soweit, so gut. Nun, was tun? Ich werde jetzt auf drei Dinge ein bisschen eingehen. Einerseits auf den Prozess, mal grundsätzlich, dann auf die Art, wie man agil bleiben kann in so einer Situation und dann auch noch darum, dass es nie darum geht in so einer Situation, etwas Schönes, glossy, Show zeigen, wo wir können das, sondern dass man immer grundsätzliche Probleme lösen muss und langfristig denken. Zuerst zum Prozess. Was für uns oder auch für mich, die diesen Prozess gestaltet hat, extrem wichtig war, ist, dass wir keine Hierarchie in der Produktentwicklung wollen. Wir waren Journalisten, wir waren Marketingleute, Business-Experten, ITler und Designer, also sehr verschiedene Leute. Und es war immer extrem wichtig, dass nicht eine von diesen Stakeholder-Gruppen oder Gott bewahr ein Mensch das letzte Wort hat. So. Dass man keine Hierarchie hat in der Produktentwicklung, bedeutet auch, dass man keine Dienstleister hat im Prozess. Also weder die IT noch das Design noch sonst irgendwer hat sich in diesem ganzen Prozess als Dienstleister verstanden. Niemand war, ah okay, ihr wollt das so, dann setze ich das jetzt so um. Es war immer ein, wir sitzen zusammen hin, bis wir wissen, was wir alle am besten finden. Das heißt, es waren immer Teamentscheide. Und immer war der Umsetzer der, der am Schluss das letzte Wort hatte. So ein Prozess hat viele Vorteile. Ich glaube, die wichtigsten zwei für uns waren, dass wir extrem wenig Bullshit gemacht haben. Das kommt einfach daher, wenn die Umsetzer wirklich nie sagen müssen, okay, du bist der Kunde. Du willst das so, ich finde das zwar blöd, aber dann mache ich das halt. Wenn du immer sagen kannst, nee, finde ich blöd, reden wir nochmal drüber, dann machst du extra schlafen, aber du setzt keinen Bullshit um. Und das andere, was extrem wichtig war für uns, war dieses Collective Ownership. Dieses Produkt, da haben so viele Leute mitgearbeitet, da arbeiten so viele Leute jetzt dran. Und es war immer extrem wichtig, dass die Verantwortung, aber auch der Stolz geteilt ist. Von diesen vielleicht 30 Leuten, die intensiver daran mitgearbeitet haben, kann jeder und jede sagen, ah, das ist so, weil ich das eingebracht habe. Oder hier habe ich gesagt, das machen wir nicht so. Und das ist eine extrem gute Grundlage für ein Team auch. Die Nachteile sind, es kann sehr komplex werden, viele Leute sprechen mit und niemand kann je ein Machtwort sprechen, auch wenn es sich irgendwie so verfahren tut. Also es war mühsam, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Dann zum Thema agil bleiben. Ich glaube, der wichtigste Grundsatz für uns beim agil bleiben war, du bist nie fertig. Du musst nie fertig sein. Wir sind kein Printmagazin. Wir sind online. Es ist alles im Fluss und es ist okay. Und was jetzt nicht da ist, kann noch kommen. So. Dann ein weiterer Grundsatz war keine premature decisions. Je länger du wartest mit einem Entscheid, desto mehr Informationen hast du. Unser Team ist, wie ich gesagt habe, extrem gewachsen. Viele Journalistinnen und Journalisten sind erst später dazugekommen, die hatten aber wertvolle Inputs und alles, was noch nicht entschieden war, konnten die mitsprechen. Auch da mussten wir extrem aufpassen, dass die Komplexität nicht explodiert, aber es ist ein Grundsatz, den ich sehr wertvoll finde. Und dann auch keine premature features. Man kann den Leuten immer mehr geben, man kann in ein Design, auf eine Website, in ein Produkt immer mehr reinpappen. Sachen wieder rausnehmen, weil sie sich nicht bewährt haben, ist extrem schwierig. Also war immer der Grundsatz, lieber weniger und dann langsamer aufbauen, als am Anfang zu viel. Ich zeige euch dann, wie es jetzt aussieht. Ihr werdet sehen, es gibt viele Dinge, die fehlen. Ich glaube, es hat nichts, das zu viel ist. Und was es bei uns extrem gebraucht hat, ist den Mut, sich Zeit zu nehmen, lange zu diskutieren, was man will. Wir waren unter Zeitdruck, wir hatten irgendwie ein halbes Jahr so und dann wussten wir, wir müssen rausgehen, wir
viele Leute warten, die Erwartungen sind groß, alle Augen sind auf uns. Und trotzdem mussten wir uns immer Zeit nehmen und sagen, okay, nee, wir machen nochmal eine Schlaufe, es dauert nochmal 2 Wochen länger. Dafür wissen wir dann wirklich, was wir wollen, zusammen. Und alle können in diese Richtung arbeiten. Was jetzt so ein bisschen konkreter auch extrem wichtig war für das agile Arbeiten, sind natürlich Tools. Und bei uns ist, glaube ich, das zentralste Tool so im Design-IT-Kontext, ist unser Style Guide. Ich zeige den ganz kurz. Wir arbeiten mit React als Frontend-Sprache. Das ist eine sehr komponentenbasierte Art zu entwickeln. Und das Design musste sich dem auch gewissermaßen anpassen und diesen Prozess so mitmachen. Das heißt, es ging weniger darum, hey Design, mach mal und kommt dann in einem Monat mit dem fertigen Ding, sondern so Stückchen für Stückchen baut sich das auf. Und dieser Style Guide ist extrem toll, weil er sowohl irgendwelche Grundlagen wie was ist das Logo, wie wird das Logo verwendet, vereint bis hin zu allen Artikelelementen, wie sieht bei uns ein Pull-Quote aus, wie sieht ein Quote aus mit dem Bild. Ja, und hier drin kann man extrem gut auch interaktive Komponenten abbilden. Das war einfach so ein Tool, das für uns extrem wichtig war, unter anderem, damit wir vom Crowdfunding, da hatten wir schon eine Website mit viel Design, Dinge übernehmen konnten. Also wir haben für das Crowdfunding 2-3 Monate in einem extremen Tempo Zeugs entwickelt und konnten dann aber für die richtige Produktentwicklung ganz viel übernehmen. Genau, und dieser Style Guide, ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber der ist öffentlich. Ihr könnt einfach auf styleguide.republik.ch gehen und könnt das alles angucken. Die ganze Entwicklung ist Open Source. Wenn ihr was Ähnliches machen wollt, ihr könnt euch einfach inspirieren lassen oder sogar den Code verwenden, wenn euch das interessiert. Und dann vielleicht noch zum dritten Punkt, dieses No-Show. Was wir immer gesagt haben, ist, du machst Journalismus, du machst dein Produkt jeden Tag neu. Es geht nicht darum, beim Launch zu sagen, bam, hier sind wir, guck mal, blinky blinky, mega cool, das habt ihr noch nie gesehen. Sondern es geht darum, eine Grundlage zu schaffen, damit eine Redaktion Tag für Tag guten und auch gut aussehenden Journalismus machen kann. Das heißt, wir haben auch sehr viel investiert ins Tooling für die Journalistinnen und Journalisten, also das CMS. Das hat gewisse Restriktionen aufs Design natürlich gegeben. Weil wir ganz wenige Restriktionen wollten, haben wir beschlossen, dass wir das CMS selbst machen, um das einfach die Kontrolle darüber zu behalten. Das war eine sehr risikoreiche Entscheidung, die sich bis jetzt auch bewährt hat. Ich glaube, ich habe keine Zeit, das zu zeigen, aber was uns extrem wichtig war, ist, dass die Journalistinnen und die Produzenten, wenn sie die Artikel schreiben, das ein WYSIWYG, also What You See is What You Get, machen können. Das heißt, sie bauen das Design oder das Layout der Seite mit den Elementen, die sie zur Verfügung haben, während dem Schreiben. So. Und müssen nicht irgendwie in Word schreiben und dann den Text in die Produktion geben und die Produktion macht dann das noch hübsch, sondern das ist so bei jedem Artikel wieder eigentlich ein Prozess, wo alle auch nicht Gestalterinnen und Gestalter selber ihre Artikel schön gestalten können. Genau, das war so ein bisschen zum Prozess. Jetzt wisst ihr ja alle nicht, wie das jetzt aussieht. Ich zeige euch das mal. Das ist republik.ch, wenn man angemeldet ist. Wenn man nicht angemeldet ist, ist es das, was ihr vorher gesehen habt. Wir haben so eine harte Paywall, wir haben immer gesagt Netflix-Style, also you're in or out. Wenn ihr jetzt auf republik.ch geht, seht ihr das. Und dann könnt ihr Mitglied werden, wenn ihr wollt. Oder andere Angebote angucken. Aber sonst könnt ihr nicht viel tun. Und wenn man mal eingeloggt ist, dann ist man hier. Das ist unsere Front, das ist jetzt ein Artikel von heute. Das sind auch Artikel von heute. Genau, also so sieht das jetzt, so sehen so die Aufmacher aus. Genau, wir können dann auch mal einen Artikel anschauen. So, genau, viel Text jetzt hier. Wir sind sehr textlastig, es war vom Design her extrem wichtig, dass wir eine gute Typografie haben, weil wir sehr textlastig sind und das auch sein wollen.
Wie viel Zeit habe ich noch? Noch 5 Minuten? Okay. Ich muss kurz überlegen, was ich euch zeigen möchte. Ja, ich glaube, ihr seid ja Designer und vielleicht ein sehr wichtiges Element im Design ist die Titelschrift hier. Das ist eine selbstentwickelte Schrift von Bodara, von Tobias Peyer, der eben heute nicht hier sein kann. Und der Prozess war da auch extrem agil, wie alles bei uns. Wir haben nämlich die Schrift ursprünglich nur fürs Logo Republik oben entwickelt und auch nur diese Buchstaben ausgearbeitet und immer gesagt, das wird nie, wir können es uns nicht leisten, wir machen keine Schrift selbst. Das wäre zwar nett, aber das bringt nichts so. Und dann im Verlauf des Prozesses, irgendwann im Herbst, haben wir gemerkt, so, ach, uns fehlt noch so ein bisschen was Eigenes. So, Und wir haben doch diese Schrift, lass uns doch diese Schrift ausbauen. Wir haben ja ein bisschen mehr Geld, als wir am Anfang gedacht haben. Das Crowdfunding war ja extrem erfolgreich. Und dann haben wir eigentlich im Dezember, bevor wir dann im Januar live gegangen sind, diese Schrift ausgearbeitet. Und das ist jetzt unsere Titelschrift. Genau. Dann vielleicht noch was anderes, wo wir extrem lange dran rumgehirnt haben und ich bin immer noch nicht so ganz glücklich damit, das ist die Front und das ist der Feed. Also es gibt zwei Arten von Übersicht. Und das Problem, also weshalb wir das so gemacht haben, ist, weil wir gemerkt haben, in diesen unendlich langen Diskussionen, dass wir verschiedene Ansprüche an Übersichtsseiten nicht in einer Seite erfüllen können. Das eine war Konsens, alle sehen das Gleiche, wir sind die Republik. Es war Schönheit, es war Kuratiertheit. Ups, Entschuldigung. Das war nicht das, das ist das. Es ist schön, jemand setzt sich hin, jemand macht, was wollen wir heute zeigen, was haben wir gestern gezeigt. Der andere Anspruch war Personalisierbarkeit, Filterbarkeit, Sortierbarkeit, ich sehe was anderes als du, weil für mich gibt es ja vielleicht noch Inhalte, die für dich gar nicht relevant sind. Und da haben wir gemerkt, haben wir extrem lange rumgeeiert und haben gemerkt, wir können diese zwei Sachen nicht in eine Seite vereinen. Es wird einfach nicht gut. Deshalb haben wir zwei Seiten gemacht. Und wie gesagt, es ist noch nicht fertig. Also wir werden in den nächsten Monaten, Jahren rausfinden, ob das jetzt eine schlaue Idee war oder nicht. Im Moment bringt es eine extreme Redundanz mit sich, weil wir noch nicht so viele Personalisierungsfeatures haben. Was wir da sicher machen werden, ist, das habe ich schon gelesen, das habe ich gebookmarkt, dann ist es grau oder es ist irgendwie gehighlightet. Solche Dinge, das kann man in dieser Feed-Ansicht extrem einfach machen und auf der Front ging es halt nicht. So. Ich könnte jetzt noch ganz viele andere Dinge vom Produkt zeigen, das mache ich nicht. Vielleicht einfach noch so ein bisschen abschließend, der Prozess ist, wie gesagt, überhaupt nicht fertig. Vieles ist viel einfacher geworden aus Produktentwicklungssicht, weil wir etwas haben, woran wir uns halten können. Vorher haben wir, ich würde sagen, 50% der Energie darauf verbracht, herauszufinden, was meint der andere eigentlich, wenn er sagt, es ist mir nicht warm genug oder ich möchte mehr Orientierung. Also es war alles immer extrem schwierig, über etwas zu sprechen, das es noch nicht gibt und ein Design zu machen für etwas, das es nicht gibt, mit vielen Leuten, die viele Vorstellungen haben und die nicht formulieren können. Mittlerweile haben wir was. Es ist wirklich einfacher geworden. Jetzt können die Leute sagen, ja, mir gefällt da dieses, was diese Woche wichtig war, dieses Blau, finde ich scheiße. So, aber man kann das irgendwie angucken. Und wie gesagt, wir haben eine relevante Zielgruppe und das sind unsere Leser, also hören wir auf sie. Wir haben schon Umfragen gemacht, so, was gefällt euch, was fehlt euch und so. Und werden jetzt sukzessive das Produkt weiterentwickeln aufgrund dieser Rückmeldungen. Da sind erstaunlicherweise so Sachen gekommen wie schöne PDFs. Da sind wir jetzt dran, das hätten wir nie erwartet. Die Leute wollen PDFs. Die Leute wollen unbedingt eine Mobile-App, auch etwas, das wir nicht erwartet hätten, was wir jetzt machen werden. Die Leute wollen erwartbare Sachen wie eine sinnvolle Suche und mehr Filtermöglichkeiten. So. Aber genau, also deshalb, wir haben auch keine fixe Roadmap, sondern es ist so ein laufendes, sagt uns, was euch fehlt. Wir hören auf euch, wir gucken, was wir tun können,
wir entwickeln das Ding gemeinsam weiter. Ja, ich glaube, das war's von mir. Danke. Bleibt doch noch bitte ein bisschen hier. Tatsächlich hat das jetzt wunderbar funktioniert. Ich habe tatsächlich einige Fragen aus dem Publikum bekommen, die ich auch jetzt gerne...